EU-Ratspräsident Donald Tusk hat eine Einladung von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zu den Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs abgelehnt. Er wolle stattdessen an den parallel stattfindenden Zeremonien zum polnischen Unabhängigkeitstag in Warschau teilnehmen. Bei einer Veranstaltung in der polnischen Stadt Lodz erklärte Tusk, er werde sich für eine starke Nation Polen innerhalb eines vereinigten Europa einsetzen. Gleichzeitig warnte Tusk vor Flirts mit Nationalismus.